Na gut, was habe ich dieses Mal angestellt? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine, ohne dass die anderen merken, was wir machen. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde oder zwei. Oder drei. Ich werde dich daran erinnern. So kann man das auch darstellen. Das hat was. Sieh einer an. Turteltauben im Anflug. Habt ihr euch amüsiert? Du hast die Antwort doch gehört, Lambert. Außerdem geht's uns nichts an. Jen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Carradine gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich rausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Ich wusste, die Zauberin würde es so sehen wie ich. Wohin hat es dich verschlagen, Eske? Nach Aldersberg. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Hab einiges erlebt in letzter Zeit.
Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Triss kommt gut zurecht. Was machen die Narben aus Sodden? Noch zu sehen? Lambert, nicht witzig. Hm, gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann, Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut. Aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht so lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Aye, aye, Captain. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Kannst du endlich Yen aus dem Spiel lassen? Ja, sobald ich ihr vertraue. Du würdest für sie durchs Feuer gehen. Aber sie spielt mit dir wie mit einer Fiedel die ganze Zeit.
Hör zu, ihr gottverdammten Beziehungsexperten. Keiner von euch war je mit einer Zauberin zusammen. Aus gutem Grund. Gut, lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick nicht auszuhalten. Trink, Geralt. Auf dich und Yen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Boah, dieser Blick ist echt so herrlich. Oh Mann, ich liebe das. So geil. Ist ja kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskel. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Oh Gott, die sind so lustig miteinander. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur... Nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Mhm. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie... und beendet den Satz, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Dann ist der Nächste dran. Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie... mit einem Succubus geschlafen. Na, sieh mal einer an. Das hätte ich von Geralt erwartet. Aber von dir? Eskel, Eskel. Stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern. Gut, jetzt ich. Ich hab noch nie... nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Geralt hat alles gemacht. Geralt? Lambert ist ein hoffnungsloser Fall, aber du, was würde Papa Wesemir sagen? Papa Wesemir würde diese Runde auch mittrinken. Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgevögelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ja? Ein schöner Freund bist du. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Oh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch rein? Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Lambert, Kumpel, ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot, aber ich liebe dich, Bruder. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße, ich würde mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Knallkopf. Oh Mann. Scheiße. Kaputt.
Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze auf. Wo ist dieser stark. Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer. Auf zur Rettung. Ist ja ganz gut. Hat etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Was? Echt? Also ich versuche das hier alles ein bisschen auszugleichen mit dem Laufen. Ist echt extrem, wie der hier schwankt. Oh Mann. Eskel, klopf, klopf. Ist der denn hingelaufen? Eskel, du Säufer! Komm da raus! Ist rausgelaufen. Hey. Hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wyverns. Verdammt. Wir haben den Kampf verpasst. Aha. Eskel ist in der Nähe. Halt durch, Bruder. Wir kommen. Hey. Schau mal. Da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen. Hallo, Eskel. Wach auf. Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt. Sternhagelvoll. Und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Yen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein, sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Lambert, glaub mir, du solltest nichts mehr trinken. Na, du bist bloß neidisch, dass du nicht drauf gekommen bist. Aber warum willst du es uns verderben? Mir fehlt zum Streiten die Kraft. War klar, du Windbeutel. Könnte dich mit einem Finger erledigen. Hey, entspann dich, Lambert. Willst du kämpfen? Hä? Willst du? Na los. Gute Nacht. Oh, ich dachte schon, jetzt müssen wir uns prügeln. Also das Prügeln. Verdammt. Was für ein Traum. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Dein Versuch mit dem Grabstein und dem Schierling hat nicht geklappt. Nicht ganz, aber ich habe etwas rausgefunden. Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, habe ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders.
hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert, zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja, und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar, jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. So, aber Jan muss sich noch ein bisschen gedulden. Wir mischen die ganze Sache das nächste Mal zusammen. Ich muss jetzt noch ein bisschen schneiden. Ich freue mich hier total über dieses Spiel. Ich habe so viel Spaß eben gehabt. Genau. So, ja, wir machen Schluss für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein hier zu The Witcher 3 auf kellerkind.org. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao.